Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator. So, mal schauen hier. Das hat halt gar nicht geguckt. Na, ich bin immer so paranoid, ob das Mikrofon richtig eingestellt ist. Aber ja, ist richtig eingestellt. Gut, zweiter Versuch. So, ja. Wir haben letztens, wir haben letztens diese Tests gemacht, ob man Strecken abkürzen kann. Ich würde jetzt tatsächlich gerne einfach mal, weil ich Lust und Laune drauf habe, einfach mal eine richtig schön große Strecke einfach von Küste A nach Küste B durchhämmern. Ja? So richtig hart durchrammeln. So, und dazu suchen wir uns mal ein... wie sieht es eigentlich so sonst aus? Ja. Eben, wir müssen nämlich tierisch aufholen im Vergleich zu ATS. Bei ATS, da sind wir jetzt schon Level 36. Gut, sind auch wieder... Bei ATS sind wir wieder 16 Folgen im Vorsprung. Aber das heißt, wir müssen in diesen 16 Folgen, die jetzt hier bei ETS kommen, auf Level 36 kommen, wenn es geht. Und wir müssen es schaffen, dass wir pro 7 Tage 3 Millionen bekommen. Das werden wir nie im Leben schaffen. Aber wie geht's eigentlich meinen Leuten, Fahrermanager? Ist da noch alles ganz knorke? Ausgeglichen. Fernfahrer ist immer noch fern. Ah, guck mal. Ah, noch so viele blutige Anfänger bei mir. Hi. Du kannst auch Fernfahrer. Ja. Ja, okay. Ansonsten haben wir 300.000. Wir haben keine Kredite. Das ist schon mal sehr gut. Dann nehmen wir mal... Achso, nee, nicht fahren. Obwohl doch. Können wir mal gucken, ob wir schlafen müssen oder tanken müssen oder irgendwie sowas. Weiß ich gerade gar nicht. So, wir können tanken, müssen aber nicht schlafen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz... Frachtmarkt und gucken mal, was es so für Missionen gibt. Hier direkt zum Beispiel, oh, 256. Oh, doch, da geht doch immer mehr. Er braucht 256, ist aber hier oben in den ganzen Mautstellen lang, da habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Bock drauf. Die Strecken sind auf jeden Fall angenehmer, vor allem haben wir hier auch vieles von den neuen Gebieten, wo wir noch nicht logischerweise so häufig waren. Ja, dann würde ich mal sagen, wir nehmen genau das. Läuft aber schon in 3 Stunden ab. Ah. Was haben wir dann noch so? Das könnten wir auch machen. Hier unten sind sie auch schon lange nicht mehr lang gefahren. Und hier in der Mitte von Deutschland waren wir, also letztens waren wir hier so eher so im Westen von Deutschland. Westen ist ja hier, Osten. 220. Das führt auch einmal durch die neuen Gebiete. Das führt auch ein bisschen. Ja, da bin ich ja fast tatsächlich für die Strecke hier. Let's go. Also, jetzt habe ich gleich geguckt, wie viele Reserve wir da überhaupt haben bei der Strecke. Wir haben, ja, 9 Stunden, ist aber direkt hier bei der Stadt. Das heißt, da haben wir keinen so weiten Fahrweg. Okay, na dann, muss ich mal sagen, Schnellreise. So, wir müssen Hamburg. Let's go. Let's go. So.
So. Wir sind wieder bei der Werkstatt. Können wir hier irgendwas machen? Wie sieht es eigentlich aus mit Wartung? Da sieht alles ganz knorke aus. Konfigurator haben wir eigentlich mittlerweile alles. Stecksmotor haben wir. Getriebe haben wir ein gutes. Also geht eigentlich alles. Ne, müssen wir eigentlich nichts machen. Na dann, würde ich mal sagen. Einsteigen. Lass uns loslegen. Genau das nehme ich. Biege nach rechts ab. Und erstmal schön liebliche Musik machen hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ein bisschen sehr weit. Okay. No, der fährt also fein auch mal. Links halten und dann links abbiegen. Alter, was ist denn los gerade, Alter? Hört nochmal. Hey, hey, hey. Fällt dir gut an. Biege nach links ab. Und da sind wir schon. Wir sind fertig. So, Frachtmarkt. So, wo müssen wir hin? Tja, die Frage ist, als wir rum müssen wir rein, ne? Okay, also hinten rum. Weil bei den vielen gehen, da sieht man leider immer nicht, in welcher Richtung man stehen muss. Okay, okay, 5 Tonnen geladen, medizinischer Impfstoff. Keine medizinischen Geräte. Lol. Ja. Freie Bahn mit Marzipan. Kilometer. Irgendwie hatte ich auf eine längere Strecke gehofft. So, wir haben 30 Stunden plus, okay. Biege nach links ab. Wow.
Oh, danke. Polizei. Bitte links hin. Dazu müssen wir schon runter. Schöne Steinwand. Ist der, wo ich gerade sehe, Berlin? Ah, ne, Berlin haben wir immer noch nicht überarbeitet. Ist immer noch die gleiche Mini-Puppel wie immer. Hätte mich doch schon stark gewundert, weil ich habe letztens erst geguckt auf dem Blog von SCS Software, ob sich da irgendwas angekündigt hat. Doch nicht. Ich würde gerne das Rechtsfahrgebot einhalten, aber der links weiß nicht, ob er langsamer fahren möchte als ich oder schneller fahren möchte als ich. Jetzt fährt er schneller als ich. Also locker über 80. Direkt Knötchen geben. Bitte links halten. Na gut, ich muss sowieso. Carlos, easy. War alles geplant. Junge, bremst nicht vor mir. Fahr lieber. Oh, was macht denn der Braune hier vor mir? Alter. 120, oh. Ich wünschte, wir könnten auch 120.
Was ich aber nicht verstehe ist, wonach richtet sich eigentlich die Geschwindigkeit, die wir im Display haben, ne? Weil laut dem Display dürfen wir 80 fahren. Die Autobahn selber ist aber für 120 zugelassen. Bitte links halten. Achso, ja eben. Jetzt die Frage, ist die Autobahn bei LKW für 80 zugelassen? Oder aber ist die 80 deswegen, weil unser Auflieger nur 80 fahren darf? Weil das dürfte eigentlich nicht sein, weil ne, in anderen Teilen von Europa, da bekommen wir teilweise auch teilweise, bekommen wir teilweise auch die Meldung, dass wir 90 oder 100 fahren dürfen. Und ne, mit dem gleichen Auflieger wohlgemerkt. Von daher. Dürfen scheinbar in Deutschland allgemein, also oder in mehreren Ländern in Europa, die LKWs allgemein nur 80 fahren und deswegen ist der 80 drin. Hat also scheinbar nichts mit unserem Auflieger zu tun, dass der nur 80 darf. Weil ich hatte auch über die Lego die Überlegung, dass wir uns vielleicht so einen Krone-Auflieger holen oder sowas, weil die ja für mehr als 80 zugelassen sind. Aber wenn die Autobahnen an sich bei LKWs nur für 80 zugelassen sind, ja, dann bringt uns das auch nichts. Wow, fast genau 1500 Euro. Ach, lol. Nein, John N., was hast du getan? Du Monster. Wo es so schön war. Okay, lass uns eine neue Route finden. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Erstmal schön mein Navi voll verrückt machen. Bitte links halten. Geiles Lied. Eyes of fish are tight.
sehr cooles Lied. Übrigens ist mir gerade so, während ich dem Lied gelauscht habe, so durch den Kopf gegangen. Vielleicht ist es gar nicht so unnormal, dass wir ein ETS, ATS hinterherhängen. Weil mir ist gerade aufgefallen, während ich das Lied gehört habe, dass ETS so extrem entschleunigend ist, weil man hier nicht aus dem Pushen kommt, weil man hier die ganze Zeit nur 80 km/h fahren darf, was halt viel weniger ist als auf amerikanischen Autobahnen oder Freeways. Und dann ist mir der Groschen gefallen, ja, dadurch, dass man die Experience hier aber vor allen Dingen auch eine Strecke bekommt, unter anderem, heißt das, dass man in ATS wesentlich schneller fahren kann im Durchschnitt, man also schneller Strecke struppt, man deswegen im ATS vielleicht auch schneller XP bekommt und Geld bekommt als jetzt in ETS. Also vielleicht gar nicht so unnormal ist, dass man in ATS schneller vorankommt. Ey, was war das denn gerade? Ist der Bastard gerade nach links gezogen oder was? Warum dürfen wir nur 160 fahren? Digga, die Ereignisse überschlagen sich schon wieder. Das Auto hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Wollte der Bastard rechts gerade schon wieder überholen, obwohl ich geblinkt habe, ne? Oh, die brennen hier schon wieder alle. Ja, weil der Wolle wieder vorne nicht aus dem Pushen kommt. Mit seinem Drecks Kronauflieger. Ah. Hält seinem Kopf nicht aus hier. Hört ihr schon so schöne Musik, ey? Gibt's ja gar nicht. So, also. Na gut. Da will man sagen, das war's für diese Folge. Und dann sehen wir uns zu einer späteren Folge, denn dann wieder. Bis dann.